Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen zur Trading-Wochenanalyse für die Kalenderwoche 13 und zwar für den 26.03. bis zum 29.03.2018. Nur 4 Handelstage, weil wir ja eine verkürzte Handelswoche nächste Woche haben. Am Freitag ja Karfreitag, dann eben auch Ostermontag, also nicht nur diese Woche verkürzt, sondern auch die kommende Woche verkürzt. Auch in den USA wird am Freitag der Großteil der Börsen geschlossen haben. Also hier kein Grund großartig zu handeln, also nur 4 Handelstage bis zum 29.03.2018. Wie gewohnt schauen wir auf DAX, DAO, S&P, Euro, US-Dollar, britischen Pfund, Gold und auf die Ölsorten Brent und WTI. Und natürlich auch, wie gewohnt, findet ihr weiter unten in der Videobeschreibung dann die entsprechenden Märkte, wie ich sie gerade genannt habe. Dahinter dann immer die Uhrzeiten, wann die entsprechende Analyse hier in diesem Video für den entsprechenden Markt stattfindet. Wer sich also nicht das ganze Video anschauen möchte, nur einen speziellen Markt, der kann unten in der Videobeschreibung auf die entsprechenden Zeiten klicken und dann landet ihr im Video direkt bei der entsprechenden Analyse für den Markt. Wie gewohnt und natürlich dann auch der Risikohinweis. Achtet prinzipiell darauf, dass ihr zum einen euch den Risikohinweis bitte durchlest, dass ihr darauf achtet, dass ihr Stops setzt, dass ihr entsprechend, wenn ihr handelt, immer die Positionsgröße an euer Konto anpasst, dass ihr hier wirklich darauf achtet und hier eine Herangehensweise für euch entwickelt, dass ihr prinzipiell nicht mit zu großen Positionsgrößen unterwegs seid. Und ganz wichtig auch zu beachten, all das, was ich hier sage, das ist meine Denkweise, meine Herangehensweise an die Märkte, meine Analyse der Trends und wichtigen Bereiche. Und das sollte nicht als Handelsempfehlung gewertet werden, sondern lediglich als kleine Informationsquelle, auch mal eine andere Meinung zum Markt zu hören oder vielleicht auch eine mit sich, mit der eigenen Analyse deckende Meinung. Ja, das kann man ja natürlich sehen, wie man möchte, aber ganz wichtig, das ist keine Handelsempfehlung. Und wenn ihr weitere Fragen habt zum Trading, zum Broker und zur Börse, dann gerne natürlich auf der Website von jfdbrokers.com. Da findet man noch diverse Informationen. Starten wir, wie gewohnt, bevor wir als allererstes auf den DAX schauen, mal mit dem Blick auf den Wirtschaftszahlenkalender für die kommende Woche. Da kommt nicht so viel in den nächsten Tagen. Also am Mittwoch hier, wie man sieht, dann um 14.30 Uhr Bruttoinlandsprodukt aus den USA. 15.30 Uhr dann nochmal Kernausgaben für persönlichen Konsum. Das sind beides zwar Zahlen, wo man drauf schauen sollte, aber es ist jetzt nicht damit zu rechnen, dass jetzt die exorbitant große Bewegungen kommen, wie sie jetzt hier in der vergangenen Woche mit der FED-Zinsentscheidung entstanden sind oder wie sie dann auch teilweise mit den Non-Farm Payrolls entstehen. Dann am Donnerstag 14 Uhr harmonisierter Verbraucherpreisindex aus Deutschland. Dann hier nochmal Kernausgaben für persönlichen Konsum am Donnerstag 14.30 Uhr aus den USA. Und hier am Freitag, wie gesagt, Japan. Das ist für uns ja dann nicht wichtig. Also da kommt erstmal von der fundamentalen Seite her nicht so viel. Wichtig noch zu beachten, dass wir jetzt hier auch in Deutschland bzw. Europa die Sommerzeit dann schon eingeläutet haben. Wir haben es ja heute Sonntag, also in der letzten Nacht, ja die Zeit dann auch wieder umgestellt, was dazu führt, dass auch wie gewohnt die US-Märkte um 15.30 Uhr eröffnen wieder und dass natürlich auch die gewohnten Uhrzeiten für wichtige Wirtschaftszahlen, was ja meistens aus den USA so um 14.30 Uhr kommt, dass das dann auch wieder um 14.30 Uhr stattfindet und hier gerade mit Blick auf die Uhrzeiten alles wieder seinen normalen Gang geht. Starten wir mit dem DAX und wir sind ja hier im DAX doch wieder relativ stark zum Ende der Woche nach unten gekommen. Erstmal war ja meine Analyse, wenn der Markt es schafft, über den 350er Bereich zu gehen, in Richtung 500 läuft, dass es durchaus denkbar ist, dass der DAX hier erneut Stärke finden könnte. Wir waren hier in einem sehr, sehr wichtigen Bereich, richtungstendierend wichtigen Bereich. Das hat der Markt nicht geschafft. Wir waren zwar noch mal kurz drin, aber auch von Anfang der Woche bis zum Ende der Woche wurde von Tag zu Tag dann auch immer meine Analyse immer mehr wieder short tendierend, was dann auch dazu geführt hat, dass ich dann zum Donnerstag und zum Freitag dann auch wieder die Abwärtsseite auf dem Schirm hatte und hier eben dann auch die das Hauptgeld auf der Abwärtsseite in der vergangenen Woche verdienen konnte. Schauen wir jetzt mal für die kommende Woche, was da wichtig ist. Und da müssen wir eigentlich auch ein bisschen weiter in die Vergangenheit schauen. Das hier, schaut mal, dieser Bereich hier vorne links, wo meine Maus jetzt ist, das ist der Bereich Ende 2016, Anfang 2017. Also diese ganze Bewegung hier nach oben, ich zeichne das mal mit einem dicken Pfeil ein. Also startend hier diese erste kleine Aufwärtsbewegung, das war direkt der erste Handelstag 2017 und dann ging der Markt prinzipiell nach oben, kam korrektiv etwas nach unten und lief dann erstmal prinzipiell wieder nach oben und genau der Bereich hier unten, das war der Schlusskurs 2017 und dann starteten wir 2018 nochmals mit dem Run nach oben, hatten hier nochmal neue Allzeithochs ausgebaut und wie wir wissen, ist dann erstmal dieser starke Abverkauf gekommen. Man sieht, dass eben eigentlich relativ zügig und mit sehr, sehr starkem Momentum die komplette Bewegung aus 2017 hier zurückerobert wurde. Wir dann, das wissen wir ja auch, erstmal nochmal
nochmal nach oben kam, wieder stark nach unten, nochmal nach oben, aber dass hier die Schwankungen nach oben dann doch immer mehr abgenommen haben und jetzt eben am Freitag hier nochmal der Rutsch wieder nach unten kam, was für mich bedeutet, auch wenn man jetzt noch weiter in der Vergangenheit schauen würde, dass natürlich hier erstmal jetzt die Abwärtsseite auch für die kommenden Tage, nicht zwingend nur für die kommende Woche, sondern dass natürlich jetzt auch weiterhin die Abwärtsseite interessant werden kann und dass es hier durchaus auch dazu kommen könnte, dass wir erneut auch wieder hin und wieder stärkere Moves auf der Abwärtsseite sehen könnten. Wir haben zwar hier grau eingezeichnet, nochmal so eine kleine Schiebezone, das war Anfang 2017, wo der Markt, der DAX dann hier auch schon mal so eine kleine Schiebezone hatte und dann, ich glaube, es war Mitte Februar, wo wir dann 2017 dann langsam wieder in die Aufwärtsrichtung gewechselt haben. Aber nichtsdestotrotz hatten wir hier so eine kleine Seitwärtszone, was erstmal prinzipiell dafür führen kann, mit dem Blick auf das Big Picture, dass der Markt es definitiv realistisch, dass es definitiv realistisch möglich ist, dass wir erstmal in diese, in diesen Seitwärtsschiebezonenbereich reinlaufen. Hier in diesem Bereich sollte erstmal Unterstützung kommen. Es kann auch wieder dazu führen, wie wir es auch in der Vergangenheit, in den letzten Wochen immer mal wieder in dem einen oder anderen Bereich hatten, dass dann in diesem Bereich es erstmal zu einer Seitwärtsschiebezone kommen kann, also den Bereich hier um die Marke 11.450 bis hinauf in den Bereich ungefähr 11.600, das ist wieder so ein Bereich um die 150 Punkte, dass hier eben auf jeden Fall mit Unterstützung gerechnet werden könnte, von dort, von dem aktuellen Kursbereich 11.8, Pi mal Daumen knapp drüber, ist natürlich jetzt hier in den Bereich 4.50 auch nochmal genug Luft oder generell Luft, was durchaus realistisch ist, dass der Markt in der kommenden Woche das dann macht, sprich neue Jahrestiefs ausbaut. Gegebenenfalls, wenn wir hier unter diesem Bereich kurz rutschen, dann sogar eben neue Tiefs auch mit Blick auf das Jahr 2017 ausbauen könnten. Also dass hier prinzipiell eben der Markt definitiv auf der Abwärtsseite erstmal weitere Chancen hätte. Für mich persönlich ist jetzt der wichtigste Bereich für die kommende Woche und wir hatten diesen Bereich dann auch in der Vergangenheit des Öfteren schon auf dem Schirm. Also prinzipiell ist der Bereich 12.200, das ist in etwa, Moment, wir nehmen mal den Strich, dass wir erstmal generell unter dem Bereich 12.200, da haben wir natürlich aus dem aktuellen Kursbereich eine ganze Menge Puffer bis nach oben, aber schaut mal, in den vergangenen Wochen, wie stark doch der Markt immer wieder, wenn wir auf der Abwärtsseite mal waren, dann auch wieder die Aufwärtsseite gesehen hat. Also es ist prinzipiell nicht undenkbar und auch für die Abwärtsseite aus rein charttechnischer Sicht wäre es kein Hindernis, wenn der Markt erstmal wieder in den Bereich 12.2 läuft, um dann eben die Bewegung nach unten gegebenenfalls anzulaufen oder eben einzugehen. Ja? Also prinzipiell habe ich übergeordnet unter 12.200 in etwa, das ist jetzt knapp unter der blauen Linie, die ist nicht richtig eingezeichnet, aber man merkt sich den Bereich 12.200, dass das erstmal prinzipiell alles, was da drunter stattfindet, von der Kerntendenz erstmal wieder von der Abwärtsseite aus zu sehen ist, beziehungsweise was auch noch ein sehr, sehr wichtiger Bereich ist, ist die Marke um 12.000, ja, das war auch in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder ein sehr, sehr wichtiger Bereich, also das jetzt auch, das wäre auch für den Montag und Dienstag interessant, wenn wir uns hier erstmal vielleicht wieder so ein bisschen erholen und ihr wisst, meine Herangehensweise ist es ja, dass ich jetzt nach solch starken Bewegungen auf der Abwärtsseite dann ganz gerne eben auch mal einen Handelstag abwarte, dass der Markt sich vielleicht erstmal wieder so ein bisschen erholt, um dann, wie gesagt, die Abwärtsseite erneut zu starten. Sollten wir jedoch eben relativ zügig hier wieder neue Bewegungstiefs ausbauen, dann eben auch immer abhängig des Eröffnungskurses, des Schlusskurses, des Vortages, dass ich dann eben entsprechend vielleicht unter dem Eröffnungskurs oder unter dem Schlusskurs dann auch etwas aggressiver auf der Abwärtsseite werde, sprich dann eben, wenn der Markt eben nicht nach oben möchte, dann natürlich trotzdem auch schon die Abwärtsseite handeln würde und hier unter 12.000 würde ich diese etwas aggressivere Herangehensweise dann gegebenenfalls auch wählen. Immer mit dem Ziel, dass der Markt realistisch in den Bereich, ich würde mal hier, wenn man die Mitte annimmt, in etwa den 11.500er Bereich als realistisches Ziel erstmal nimmt. Gerade aus dem aktuellen Kursbereich um die Marke von 800 ist es eben denkbar, dass wir diese 300 Punkte hier definitiv laufen können. Und wenn wieder ein starker Momentumtag eintritt, dann kann das auch relativ zügig gehen. Ja? Also hier im DAX, wie gesagt, alles unter 12.000, gegebenenfalls etwas aggressiver auf der Abwärtsseite.
generell unter 12.200 immer noch die Abwärtsseite interessant. Bedeutet aber, dass ich über 12.000 vielleicht auch mal mit dem Blick, dass ich dann eben antizyklisch handle, also gegen die Kerntendenz auf der Abwärtsseite, hier dann eben gegebenenfalls auch mal den Kauf in Richtung, wir wissen das, 12.100, 12.150 und 12.200. Das waren exakt die Ziele, die der Markt dann auch am vergangenen Donnerstag auf der Abwärtsseite abgearbeitet hat. Das sind die Bereiche 150, 100 und eben auch dann 200, dass der Markt natürlich in diese Bereiche auch erneut laufen kann. Und wenn ich hier Trades dann finde auf kleineren Zeitebenen, auch auf der Aufwärtsseite, dann bin ich auch gewillt, dann auch die Aufwärtsseite mal zu handeln. Mit dem Blick aber antizyklisch, was für mich bedeutet, dass ich teilweise dann auch mit Gewinnmitnahmen arbeite, teilweise eben ein bisschen aggressiver werde mit dem Nachziehen meines Stops und dann eben auch meine Positionsgröße. Meistens, wenn ich eben antizyklisch handle, dann eben zum Beispiel eben nur halb so groß nutze oder halb so groß nehme, wie dann eben hier die Abwärtsseite, die dann prozyklisch wäre. Das erstmal die grobe Herangehensweise zum DAX. Kommen wir wie gewohnt erstmal zum Dow Jones. Moment, hier müssen wir da mal erstmal wegmachen. So, also der Dow Jones, ebenfalls natürlich stark nach unten gekommen. Und hier ist das Bild ja generell nochmal etwas anderes. Wir wissen, dass der Dow Jones in der Vergangenheit etwas anders als der DAX, der ist natürlich auch, wir haben das gerade gesehen, also diejenigen, die jetzt hier für den Dow Jones sich erstmal entschieden haben, sollten sich vielleicht auch die DAX-Analyse nochmal kurz anschauen vorab, weil natürlich DAX, S&P und Dow Jones immer irgendwo so ein bisschen im zusammenhängenden Kontext gesehen werden sollten. Es ist natürlich gerade am Nachmittag immer so, dass eigentlich die US- Märkte den DAX lenken und der DAX nicht die US-Märkte lenkt. Also gerade am Nachmittag bin ich ja derjenige, der zum einen auf jeden Fall etwas stärker auf die US-Märkte schaut, wenn ich denn den DAX handle, beziehungsweise dann eben ab 15.30 Uhr auch lieber primär die US-Märkte handle als den DAX. Weil wie gesagt, hier Dow Jones ist natürlich auch sehr volatil unterwegs, sehr, sehr interessant dann auch für Trendbewegungen, beziehungsweise dass man hier eben auch interessante Gewinne auf in Trendrichtung bauen oder sich produzieren kann. Somit hier der Dow Jones natürlich immer wichtig und der Dow Jones ist in den vergangenen Jahren wie am Schnürchen nach oben gelaufen. Sind jetzt hier natürlich auch in einem wichtigen Bereich, wir haben hier nochmal so ein kleines Unterstützungsniveau im Bereich 23.400. Aber bedingt dessen, dass der Dow Jones so sehr, sehr sauber auf der Aufwärtsseite performt hat, sehr, sehr sauber auch ein neues Allzeithoch nach dem anderen ausgebaut hat, bedeutet das, dass in solch Bewegungen zum Beispiel, wie es diese hier ist, wo wirklich Tag für Tag der Markt sehr, sehr sauber auf der Aufwärtsseite unterwegs war, wirklich so gut wie keine Bremse kannte. Somit ist es dann eben auch denkbar, wenn wir hier durch diesen Schiebezonenbereich durchgehen, ich kann den mal grau markieren, ja, dass es dann weiterhin denkbar ist, dass eben auch die US-Märkte, nicht nur der Dow Jones, sondern auch der S&P, natürlich hier auch etwas volatiler auf der Abwärtsseite performen könnten, beziehungsweise eben auch relativ zügig weiter fallen könnten. Was auf jeden Fall bedeutet, wenn wir hier zum Beispiel auch unter dem Bereich 23.400 rutschen sollten, ja, dass es dann eben auch entsprechend auch wieder Eröffnungskurs, Schlusskurs, gucken, wo liegen die Tagestendenzen, aber dass es hier auch hin und wieder erneut zu stärkeren Bewegungen auf der Abwärtsseite kommen kann. Alles übergeordnet, wie gesagt, das ist jetzt keine Analyse, so muss der Montag laufen oder der Dienstag laufen, sondern das ist hier erstmal der Blick aufs übergeordnete Bild. Auch hier natürlich interessant, da können wir mal noch auf den 4-Stunden-Chart gehen und jetzt hier die vergangenen Tage uns mal so ein bisschen anschauen. Für mich ist es jetzt zum Beispiel im Dow Jones interessant, wenn wir nochmals auch hier uns leicht erholender Natur bewegen sollten. Also hier nochmal etwas Erholung sehen, was ja nach der Bewegung Donnerstag und Freitag hier definitiv denkbar ist. Ja, dass wir hier eben nochmals leicht nach oben kommen in den Bereich 24.000. Der ist ja nicht nur eben von der Zahl her wichtig, das ist eben wirklich auch so ein psychologischer Faktor, so eine psychologische Marke, die sehr, sehr wichtig ist. Also, dass wir hier in den 24.000er Bereich nochmal laufen, das ist schon sehr wahrscheinlich und nicht undenkbar. Somit wäre das zum Beispiel eine Überlegung, wenn wir hier nochmal in den Bereich laufen, da auch zu schauen, ob man den Markt nochmals auf der Abwärtsseite nimmt, beziehungsweise wäre es sogar denkbar und nicht unmöglich, dass der Markt sich nochmals in Richtung 24.500 bewegt, um dann erneut die Möglichkeit der Abwärtsseite zu haben. Also durch diese hohe Volatilität und schaut
mal, diese Bewegung hier nach oben, das wäre hier zum Beispiel eine Bewegung, wie sie hier stattgefunden hat, eine Bewegung, wie sie hier stattgefunden hat, weniger noch als die Bewegung, wie sie hier stattgefunden hat. Also es ist hier durchaus denkbar, dass wir nach oben laufen und dann entsprechend sehr, sehr wichtigen Widerständen eben drehen können. Wir haben hier ganz wichtig auch diesen Tiefbereich, wir haben hier diesen Widerstand um die Marke 24.500, der sehr, sehr wichtig ist. Auch knapp darüber kommt nochmal dieses markante Tief. Also eine Bewegung in diese Richtung wäre für mich persönlich eben sehr, sehr interessant, den Markt erneut auf der Abwärtsseite zu nehmen. Sollten wir auch hier stark sein, und wir hatten ja gerade hier diesen grauen Bereich festgelegt, also sollte der Markt jetzt doch relativ zügig hier drunter laufen, dann wäre es zum Beispiel auch denkbar, wenn wir dann den Bereich von unten nochmals testen, dann hier auch wieder die Abwärtsseite zu handeln. Ja? Also ich bin jetzt hier erstmal auch kerntendierend für die nächsten Tage abwärts gerichtet eingestellt, aber auch mit dem Hintergedanken, dass die Erholungen auch hier mehrere Punkte sein, mehrere hundert Punkte eben auf der Aufwärtsseite sein können, was da bedeutet, dass ich auch hier antizyklisch durchaus auch mal gewillt bin, dann auf der Aufwärtsseite zu handeln, mit dem Hintergedanken, dass es dann antizyklisch ist. Wie gesagt, schauen wir uns das mal Montag, Dienstag an. Wie gesagt, auch hier verkürzte Handelswoche, 4 Handelstage haben wir nur. Und da müssen wir mal schauen, das machen wir natürlich dann auch in den entsprechenden Livestreams, immer DAX Long oder Short am Vormittag, wo wir ja mehr auf die europäischen Märkte schauen. Dann eben US Opening Bell am Nachmittag, wo wir uns dann eben auch dem Dow Jones und dem S&P widmen. Und dann schauen wir immer mal, in welchen Bereichen rangieren wir gerade? In welchen Bereichen sind die entsprechenden Schlusskurse des Vortages, die Eröffnungskurse des aktuellen Tages, um hier eben dann entsprechend Strategien wie zum Beispiel auch mal Opening Range Breakout, das ist zwar nicht so eine meiner favorisierten Ideen oder Handelsstrategien, die ich nur jeden Tag umsetze, aber durchaus auf der einen oder anderen Seite vielleicht auch in der kommenden Woche dann mal interessant, das dann eben umzusetzen, und das besprechen wir in den entsprechenden Livestreams. Also hier meine grobe Analyse: sollten wir allerdings über 24.500 laufen, dann muss man wirklich sich das Bild wieder von vorne anschauen und gucken, ob wir nicht doch hier erstmal auf der Aufwärtsseite wieder so ein bisschen laufen, weil das war eben schon in den Indizes in der vergangenen Woche sehr, sehr stark auf der Abwärtsseite. Allein von Donnerstag, wir hatten am Donnerstag nochmal eigentlich fast exakt den 25.000er Bereich hier getestet. Der Schlusskurs weit unter 24.000, also schon allein in 2 Tagen hat der Dow Jones 1.400 Punkte abgegeben. Das ist natürlich auf diesem hohen Niveau, wo der Markt aktuell sich befindet, prozentual nicht so viel. Nichtsdestotrotz sind es einfach mal 1.400 Punkte. Ja, und eine Gegenbewegung hier aus dem 600er Bereich in den Bereich 24.000 oder auch leicht höher. Wie gesagt, 1.400 Punkte nur in 2 Tagen. Wenn wir uns mal hier 400, 500 oder 600 Punkte nochmals entgegengesetzt bewegen, wäre das ja kein Beinbruch für den weiteren Vorteil auf der Abwärtsseite. Und wenn man sich hier eben die Bewegung der vergangenen Woche generell oder der vergangenen Wochen, wenn man hier dann auch noch die Vorwoche mit dazu nimmt, aus dem Bereich 25.500 in den Bereich 23.600, dann sind das ja schon knapp 2.000 Punkte, wo der Markt auf der Abwärtsseite gelaufen ist. Also man darf sich hier nicht scheuen, dann auch mal eine leichte Aufwärtsbewegung abzuwarten, um dann vielleicht hier die Abwärtsseite zu handeln. Und das sieht ähnlich im S&P aus, da kommen wir jetzt dazu, dass hier natürlich auch die Abwärtsseite sehr stark angenockt ist. Auch hier der S&P sehr, sehr stark abgegeben, und hier zeigt sich ein ähnliches Bild. Wir haben hier dann auch als interessanten Widerstandsbereich den Bereich 2680 im Mittel. Also auch hier eine Gegenbewegung in diesem Bereich eben durchaus denkbar und interessant eventuell umzusetzen auf der Abwärtsseite. Also wenn wir uns hier nochmal so ein bisschen erholen, schaut man diese starke Abwärtsbewegung hier ohne großartige Erholungen. Ja? Also wirklich sehr, sehr stark, sehr, sehr groß. Ich bin hier wirklich eben der Meinung, dass wirklich, selbst wenn wir vielleicht nochmal kleine neue Tiefs hier ausbauen, dass der Markt sich schon auf irgendeine Art und Weise erstmal erholend bewegen könnte. Was dann für mich, wie gesagt, auch im S&P, ähnlich wie im Dow Jones, ähnlich wie im DAX, dass dann eben die Abwärtsseite viel, viel interessanter ist und auch von den Chance-Risiko-Verhältnissen definitiv besser wird. Und sei es jetzt, dass ich hier im Swing-Trading-Bereich vielleicht sogar in der kommenden Woche oder vielleicht auch nach Ostern mal die eine oder andere Überlegung auf der Abwärtsseite umsetze. Oder dann auch im kurzfristigen Daytrading-Bereich wird es halt interessant, in diesen Bereichen hier gegebenenfalls dann die Abwärtsseite auszubauen. Wir haben hier noch so ein markantes Tief 2650 in etwa, ja. Das sind so Bereiche. Schauen wir uns auch hier mal den wirklich langen Chart an. Wir gehen mal auf den Tageschart und schauen uns hier mal, das ist hier Anfang 2016 in etwa.
Und schaut mal, da sind wir aus dem 1900er Bereich gekommen und sind jetzt im 2800er, beziehungsweise waren im Hoch im Bereich 2900, Pi mal Daumen, knapp darunter. Also diese sehr, sehr starke Bewegung auf der Aufwärtsseite, das machen wir nochmal mit einem dicken Pfeil, also diese letzte Bewegung nach oben, wie weit diese Bewegung gelaufen ist. Und jetzt sind hier diese klar auf kurzfristiger Ebene sehr massiv aussehenden Abwärtsbewegungen, die sind natürlich da. Aber im Verhältnis zu dieser starken Aufwärtsbewegung ist das alles nicht viel. Wir schauen, wir haben auch zwischendurch dann hier immer mal so ein bisschen Abwärtsbewegung gehabt. Wir hatten auch vorher eben hier normale Abwärtsbewegungen, die jetzt erstmal ähnlich waren wie die, die wir hier gerade haben. Ja, aber also auch starke Moves auf der Abwärtsseite. Und ich denke allerdings, dass es jetzt hier wirklich durchaus realistisch ist, dass wir generell auch im S&P erstmal etwas längerfristig gesehen hier durchaus noch Potenzial auf der Abwärtsseite haben. Sollten wir eben, wie gesagt, entsprechend dann auch die We Bewegungstiefs, die wir in den vergangenen Wochen hier ausgebaut haben, nach unten weiter durchstoßen, dann auch hier diese Tiefs, die wir noch von Anfang Februar ist das, glaube ich, Moment, schauen wir nochmal. Ja. Also diese Tiefs hier sollten wir hier eben drunter laufen, wobei man hier eben auch immer darauf schauen sollte, zu welcher Uhrzeit sind diese Tiefs entstanden. Ich glaube, dass diese Tiefs hier nicht in der Kernhandelszeit entstanden sind, sondern in den Nebenzeiten. Das müsste man nochmal schauen, dass hier die eigentlichen Kernhandelstiefs vielleicht sogar etwas höher zu finden sind und dass da natürlich so ein Durchbruch nach unten jetzt hier auch im S&P denkbar ist. Also in eine Erholung in irgendeiner Art und Weise mit dem Ziel, dass der Markt hier nochmals neue Bewegungstiefs ausbaut, beziehungsweise hier vielleicht die entsprechenden Tiefs anlaufen kann, durchstoßen kann. Und dann hier, ich denke, dass der Bereich hier mit diesen Hochs, mit dieser Schiebezone, wie gesagt, wir sind hier auf dem Tageschart, also das ist schon nicht zu verkennen, der Bereich hier um die Marke 2500, das ist so in etwa das nächste Unterstützungsniveau. Ja, da haben wir aus dem aktuellen Kursbereich eben auch noch 150 Punkte bis dahin. Das ist, wie gesagt, die Analyse auf dem großen übergeordneten Bild. Also das sind jetzt hier keine Sachen, die sofort Montag passieren müssen, aber die langfristig natürlich denkbar sind, beziehungsweise eben nach einer Erholung denkbar sind. Hier im S&P, wenn man sich die letzten 2 Handelstage anschaut, ist wirklich diese Bewegung hier, ja, diese blaue aktuell markierte Bewegung, ist die Bewegung von nur 2 Tagen. Ja. Es kann auch hier im S&P sein. Wie gesagt, wir haben hier diesen Widerstandsbereich, der sehr, sehr wichtig ist im Bereich knapp unter 2700. Es ist durchaus denkbar, dass sogar der S&P, da müsste man dann eben auch schon wieder so ein bisschen schauen und auch den Dow Jones so ein bisschen im Kontext sehen, dass es natürlich auch weiterhin für die Abwärtsseite auf übergeordneter Ebene durchaus denkbar ist, dass der S&P sich erstmal diese 2 Handelstage, nur diese 2 Handelstage, dass er sich diese nochmal zurückerobert, um auch dann aus diesem Niveau auf der Abwärtsseite weiterzulaufen. Also hier ist wirklich so einiges denkbar und möglich und man muss natürlich gerade bei hoher Volatilität, wo eben wirklich am Tage für den S&P dann eben auch schon 50, 60 Punkte, 70 Punkte teilweise möglich sind, dann hat man hier natürlich große Schwankungen und man muss hier aufpassen, wenn man eben die Abwärtsseite handelt, gerade im Daytrading, eben entsprechend die Stops etwas größer zu setzen, wirklich auf übergeordneter Ebene zu schauen, wo sind entsprechend Widerstände, wo könnte die Wahrscheinlichkeit bestehen, dass der Markt mit einem verhältnismäßig kleinen Risiko, was man dann einsetzt, eben diese Abwärtsseite wieder aufnimmt. Und hier ist es ja im Daytrading dann nicht das Ziel, dass ich hier irgendwo schaffe, es super, super in den Markt reinzukommen, um dann eben hier bis in diesen Unterstützungsbereich in den nächsten um die Marke 2500 beziehungsweise knapp drunter eben diese Position dann zu reiten. Ja, das ist klar, wenn ich hier im S&P im Daytrading mit 3, 4, 5 Punkten Stop arbeite, dann gehe ich ja nicht auf ein Ziel, was irgendwie 150 Punkte weit weg ist. Das wäre sehr vermessen. Aber hier, wie gesagt, in der Trading-Wochenanalyse geht es ja erstmal darum, dass man dieses große Bild so ein bisschen einfängt. Ja? Und somit ist es hier dann natürlich auch denkbar, wenn wir weiter über 2700 bzw. auch knapp drüber laufen, sollte der Markt wirklich die Stärke haben. Hier erstmal wieder hinzulaufen, sich dann auch hier drüber zu etablieren, dann müssten wir eh nochmal neu schauen, dann wird hier
situativ natürlich dann auch irgendwann die Aufwärtsseite wieder interessant, dass wir hier sogar Potenzial hätten, eben dann vielleicht langfristig wieder an die Allzeithochs ranzukommen. Aber das sehe ich jetzt erstmal nicht so. In der vergangenen Woche hätte ich hier schon noch Potenzial gesehen, dass der Markt, auch der S&P, es gegebenenfalls schafft, hier eben nochmal vielleicht die Aufwärtsseite weiter auszubauen. Das hat er nicht getan. Wir sind dann wirklich nicht nur in den letzten zwei Handelstagen, sondern auch schon davor natürlich hier stark nach unten kommen. Sehr, sehr stark für den S&P. Also die Bewegung war schon auch nicht zu verachten in der vergangenen Handelswoche. Und somit ist das jetzt hier so der grobe Blick für den S&P. Kommen wir zum Euro. Und der Euro ist nach wie vor sehr, sehr tricky, sehr, sehr hin und her. Und man kann eben von den letzten Analysen aus der vergangenen Woche auch gar nicht so viel anderes sagen, weil einfach der Euro auch bedingt dessen, dass wir wissen, hier oben, was wir jetzt aktuell nicht sehen, wir können uns das auf dem Wochenchart nochmal anschauen. Wir hatten hier schon vor einigen Wochen uns mal den Wochenchart angeschaut, da waren wir aber hier noch da vorne, also wirklich von vor einigen Wochen, und waren hier in den Bereich dieser Trendlinie gelaufen. Und ich habe hier vorne in dem Bereich, das ist allerdings aus dem Jahre 2013, 2014, hier kommt ein sehr, sehr, sehr starker Widerstandsbereich auf Wochenbasis, teilweise auf Monatsbasis, wo ich dann damals gesagt habe, der Markt wird es erstmal sehr, sehr schwer haben, hier durchzulaufen. Das ist so der Bereich 1,26, knapp darüber. Das ist so wirklich so massiver Widerstandsbereich und dann sackte der Markt von dort aus auch erstmal ab und hält sich jetzt auf diesem doch verhältnismäßig recht starken Niveau in einer ja doch volatilen Seitwärtsphase, aber hier auf relativ hohem Niveau. Und der Bruch jetzt hier dieses Bereiches nach oben, der wird nach wie vor dem Euro-US-Dollar nicht so leicht fallen. Also selbst wenn wir hier, wie wir jetzt gleich auf den kleineren Zeitebenen wieder schauen werden, selbst wenn wir jetzt hier eben auf der Aufwärtsseite gegebenenfalls einen leichten Vorteil haben, dann muss der Markt es auch wirklich dann erstmal schaffen, hier durchzugehen, um dann vielleicht in der kommenden Handelswoche oder auch in der darauf folgenden Handelswoche wirklich die Stärke hier erneut zurückkommt, dann vielleicht auch zu sagen, okay, jetzt ist der Weg frei, weil wenn der Widerstandsbereich hier dann doch irgendwann mal durchschritten wird, dann ist natürlich hier dann erstmal auch wieder ein bisschen mehr Puffer. Und wir sehen hier diese Pfeile, die hatte ich dann schon vor ein paar Wochen mal eingezeichnet. Okay, gehen wir wieder auf den 4-Stunden-Chart zurück. Das ist diese volatile Seitwärtsphase, die wir hier eben auf dem Wochenchart gesehen haben. Und wir sehen klassisch sehr, sehr große Volatilität. Also wir haben ja hier den unteren Bereich 1,22, den oberen Bereich hier eben 1,2550, Pi mal Daumen, also alles unter dieser 1,26er Marke. Hohe Volatilität und dann eben ganz wichtig, auch für die kommende Handelswoche, dass wir hier in dem Bereich um die Marke 1,2275 Pi mal Daumen bis in den Bereich 1,2350. Ja, hier hatten wir in den vergangenen Wochen des Öfteren eben, dass der Markt sich hier drin so ein bisschen gefangen hielt, nach unten ausbrach, wieder in den Bereich kam, hier erstmal wieder gefangen war, nach oben ausbrach, wieder in diesen Bereich kam, wieder gefangen war, nochmal der Test nach oben, wieder in diesen Bereich und in der vergangenen Handelswoche hier etwas volatiler als der Bereich, aber prinzipiell hat er sich in der vergangenen Handelswoche hauptsächlich in diesem Bereich, den wir schon am Anfang hier mal festgelegt haben, weil er auch schon hier vorne interessant war, dass wir hier hauptsächlich hin und her gependelt sind. Ich hatte gesagt, dass es eben denkbar ist, dass man hier eben auch Range-Strategien handelt, in dem unteren Bereich den Markt kauft, im oberen Bereich verkauft, das ist durchaus denkbar und wir hatten hier im Laufe der Woche dann auch schon mal ein Szenario entwickelt, wenn der Markt es eben nachhaltig schafft, dann auch über den 1,2370er Bereich hier zu kommen, dass es dann eben denkbar ist, dass die Aufwärtsseite erneut interessant wird und das wäre dann auch für die kommende Handelswoche ganz grob erstmal auf der Aufwärtsseite meine Idee. Also wenn der Markt zum einen hier über diesem Bereich 1,2350 Pi mal Daumen bleibt, da sind wir ja jetzt knapp dran, hier etwas Stärke findet, dann wenigstens auf Stundenbasis über dem 1,2370er Bereich hier nach oben dann einen Schlusskurs findet, dann müsste man sich das dann angucken, um wie viel Uhr ist es dann, wie sind auch die anderen Märkte aktiv, um dann hier vielleicht vorsichtig dann auch die Aufwärtsseite langsam mal wieder anzufangen. Wir haben dann das Hoch im Bereich 1,24 knapp darüber als nächstes Ziel. Dann kommt der Bereich 1,2425,
1,24, 40, 50, das sind dann diese Hochs hier, dass der Markt schon definitiv auch Potenzial hat, hier in diesem Bereich zu laufen. Und wenn wir weiterhin stark sind, wir haben ja eben auch in der vergangenen Woche neben den stärkeren Abwärtsbewegungen auch wieder interessante Moves auf der Aufwärtsseite gesehen. Und es ist jetzt nicht auszuschließen, dass wir dann auch endlich mal einen stärkeren Move hier nach oben sehen. Wir gucken ja gleich auf den britischen Pfund, da ist das dann eben doch ein bisschen eindeutiger auf der Aufwärtsseite und somit auch für den Euro-US-Dollar ist durchaus realistisch, dass wir nun endlich mal diese Seitwärtszone hier etwas nachhaltiger verlassen und dann eben hier die Aufwärtsseite auch auf dem übergeordneten Bild gegebenenfalls vielleicht dann auch endlich mal wieder mit einer Swing-Trading-Idee hier gegebenenfalls die Aufwärtsseite in Betracht zu ziehen und dann eben gegebenenfalls auch auf der Long-Seite etwas langfristiger betrachtet zu handeln. Sollten wir jedoch wieder erneut hier unter den Bereich 1,2450 rutschen, 1,2350 rutschen, dann sind wir erneut in dieser Seitwärtszone drin. Vorsichtig, ganz vorsichtig, vielleicht auch mit kleiner Positionsgröße, ist natürlich hier diese annähernde Mitte 1,2320, vielleicht auch nochmal mit dem Gedanken, dass er dann nochmals nach oben ausbricht, mit dem Ziel nach oben vielleicht auch nochmal auf der Aufwärtsseite zu sehen, aber generell ist weiterhin dieser Bereich eher seitwärts tendierender Natur. Und wenn wir uns hier drin befinden, sollte man, wenn man nicht Range-Strategien handelt, sondern eben trendfolgend agiert, doch wirklich vorsichtig sein. Und wie auch in der vergangenen Woche sollten wir hier eben die Abwärtsseite vielleicht favorisieren. Nach wie vor der 1,22er Bereich hier unten als realistisches Ziel auf der Abwärtsseite denkbar. Und wir hatten hier eben in den verschiedensten Märkten, eben auch im Euro-US-Dollar, hatte ich ja hier diverse Male auch in der vergangenen Handelswoche dann immer mal die Abwärtsseite auf dem Schirm. Auch mit dem Ziel zwischenzeitlich, dass der Markt hier eben mal noch ein Stück weiter fällt. Das hat er dann nicht getan. Hier dann eben trotzdem irgendwo immer so ein bisschen kleine Profits rausgezogen. Aber nichts Nennenswertes, also nicht irgendwie so eine riesen tolle Bewegung, die man hier mitnehmen konnte, und das ist eben klassisch für solche Seitwärtsphasen, dass man eben es logischerweise schwierig hat, hier eben wirklich eine vernünftige Bewegung auf irgendeine Art und Weise mitzunehmen. Somit empfehle ich immer, wenn wir das eben lokalisieren, dass der Markt eben wirklich nicht so wirklich tendiert, ja, dann würde ich hier eben immer mit Vorsicht rangehen. Also das jetzt hier erstmal die grobe Blickweise auf den Euro-US-Dollar für die kommende Handelswoche. Und wie versprochen, gehen wir natürlich jetzt auf den britischen Pfund. Und hier wird es ein bisschen interessanter. Und hier war auch relativ schnell in der vergangenen Woche klar, in welche Richtung der Markt wollte. Und hier ist es dann auch wirklich viel, viel interessanter gewesen, diesen Markt zu handeln statt den Euro-US-Dollar, wenn man dann eben jetzt im Währungsmarkt unterwegs ist. Meine Währungen ja, meine Hauptwährung wirklich Euro-US-Dollar und britischer Pfund, das sind so eigentlich die Währungen, wo ich dann am meisten drauf schaue und die ich dann in meiner Marktselektion auf jeden Fall immer mit drin habe, wenn sie interessant sind. Und da war für mich der britische Pfund definitiv in der vergangenen Woche viel, viel interessanter, weil hier war es erstmal interessant unter der 1,39. Hatte ich ja gesagt, dass es eben gegebenenfalls interessant wird, dass der britische Pfund sich dann hier eben weiter diese Abwärts-, Aufwärts-, Abwärtsbewegung, Aufwärtsbewegung eventuell hier unter 1,39 dann gegebenenfalls erneut die Abwärtsseite aufnimmt und wir auch hier, ähnlich wie im DAX anfänglich gezeigt, sich einen Bereich zeigt, der sehr, sehr schnell auf der Aufwärtsseite abgearbeitet wurde und es hier durchaus übergeordnet denkbar war, dass der Markt gegebenenfalls bis runter zur 1,36 rutschen könnte. Ja, das war das Szenario für die Abwärtsseite. Dann hatte ich im zwischen 1,39 und 1,40, ähnlich wie ich es eben im Euro-US-Dollar gezeigt habe, hatte ich eben so ein bisschen gesagt, okay, hier zwischen diesem Bereich ist es eben denkbar, dass wir weiter seitwärts tendierend unterwegs sind. Dann zeigte der Markt aber relativ zügig, das ist ja hier ein Tageschart, dass er wirklich dort rüber hinaus möchte, auch teilweise mit starken Momentumbewegungen und hier wirklich diverse Möglichkeiten auf der Aufwärtsseite dann waren, in die entsprechenden Zielbereiche, da war zum Beispiel ein Zielbereich, der Bereich 1,41,50, dann ist der Markt sogar noch mal etwas weiter geschossen. Wir haben hier erstmal die Allzeithochs, beziehungsweise nicht Allzeithochs, sondern diese Bewegungshochs hier, dieser Aufwärtsbewegung noch nicht ganz erreichen können, aber wir sind hier schon sehr, sehr stark auf der Aufwärtsseite movend gewesen. Somit würde jetzt hier auch für die kommende Woche erstmal das
übergeordnete Bild so aussehen, dass ich hier schon schaue, zum Beispiel hier haben wir mit diesem Hoch und mit diesem Hoch auch nochmal so einen Unterstützungsbereich, dass wir eben so leichte Rücksetzer auf jeden Fall gegebenenfalls nochmal in Richtung Long handeln können. Richtung dieser Hochs hier im Bereich 43,50, das wäre erstmal auf jeden Fall ein realistisches Ziel. Auch ein Rutsch nochmal in den 40er-Bereich wäre hier interessant auf der Aufwärtsseite. Sollten wir jedoch wieder, und das ist ja hier die Analyse der Vorwoche gewesen, wieder unter 1,40 gehen, dann sind wir erneut hier in diesem Schiebezonenbereich 1,40 bis 1,39 drin. Hier wieder vorsichtig und dann wie in der vergangenen Woche sollten wir die 1,39, beziehungsweise ist das sogar noch ein Stück tiefer hier. Moment, das ist so diese Schiebezone hier. Ne? Sollten wir jetzt dann diese 1,39 nach unten nachhaltig durchstoßen, dann wird es interessant auf der Abwärtsseite. Ja? Vielleicht jetzt erstmal in der kommenden Woche nicht zwingend hier unten dieser 1,36er Bereich als Ziel, aber hier ist es durchaus denkbar, dass wir hier aus der vorletzten Handelswoche den Unterstützungsbereich 1,38 anlaufen können und dann müsste man schauen, wenn hier wirklich Momentumbewegungen aufkommen, also wirklich solch Bewegungen hier sich entwickeln, beziehungsweise wie hier, dann ist es natürlich denkbar, dass wir etwas tiefer pushen. Das muss man sich dann situativ auch wieder hier in den täglichen Livestreams anschauen, aber das hier für den britischen Pfund die grobe Analyse für die kommende Handelswoche. Kommen wir wie gewohnt zum Gold und Gold, der wirklich extrem stark in der vergangenen Handelswoche gewesen ist. Also wir hatten hier dann auch zwischendurch mal so eine Trendlinie eingezeichnet, die mir relativ zügig zeigte. Und ich hatte hier auch dann am Mittwoch war es kurz vor der Fed Zinsentscheidung, die ja um 19 Uhr stattgefunden hat, eigentlich wirklich nachdem der Markt hier diese Seitwärts, Quatsch, diese Trendlinie hier nach oben durchstoßen hat, habe ich die Aufwärtsseite relativ zügig auf dem Schirm gehabt, habe hier einen Rücksetzer relativ günstig kaufen können im Live-Trading. Ich glaube, das war das Devisenradar-Webinar, was ich vom Chris Kämmerer in der zweiten halben Stunde übernommen hatte und habe hier dann eben wirklich gezeigt, wie man hier diesen Einstieg relativ gut umsetzen konnte. Dann auch gesagt, dass es durchaus realistisch ist, dass sich diese Bewegung in den 13,35er-Bereich fortsetzt. Allerdings dann eben mit dem Hintergedanken, dass um 19 Uhr ja diese Zinsentscheidung kam, was dann dazu führte, dass ich meinen Stop etwas enger nachgezogen habe und ich ja leider vorher dann nochmal zwar mit einem Profit, aber natürlich nicht mit einem richtig schönen großen Profit, dann eben hier in 13,35, was ja mein Ziel war, das hatte ich hier mit Abstand nicht mitnehmen können, sondern bin dann hier zwischendurch schon mal rausgeflogen, aber dann waren hier auf jeden Fall mit den Rücksetzern und das ist genau das, was ich immer ganz gerne abwarte in entsprechende Unterstützungsniveaus, waren hier noch diverse Möglichkeiten dann auf der Aufwärtsseite. Jetzt muss man sich auch hier übergeordnet das Gold mal anschauen. Wir sehen auch hier eben dieses große Schiebezonenbild und wir sehen auch hier übergeordnet, dass ich ganz grob, Moment, zeichnen wir mal ein, dass ich jetzt hier auch, wie gesagt, ich arbeite ja nicht so oft mit Trendlinien, aber dass ich hier, wenn man hier so ganz grob mal so eine Trendlinie einzeichnet, ja, dass diese Sequenz von diesen fallenden Tiefs hier jetzt auch nach oben natürlich mit Momentum durchstoßen worden sind und es hier durchaus auch jetzt als realistisch zu werten ist, wenigstens den 13,55er Bereich, 13,60er Bereich, also knapp unter dem nächsten Widerstand knapp darüber, dass es durchaus realistisch ist, dass Gold hier natürlich auf der Aufwärtsseite auch noch mal ein bisschen weiter übertreibt. Ja? Was für mich wieder bedeutet, alles über 13,35, weil das war in der Vergangenheit eben ein sehr, sehr wichtiger Bereich zur Unterstützung und auch als Widerstand. Also wenn wir hier aus dem 47er Bereich, was ja Pi mal Daumen der Schlusskurs ist, wenn wir hier nochmals etwas zurückkommen, alles oberhalb 13,35 ist jetzt hier für mich interessant, immer mal auf der Long-Seite sich Gedanken zu machen. Sollten wir hier unter 13,35 erneut rutschen, dann ist es hier erstmal definitiv für die Aufwärtsseite etwas uninteressanter. Ich wäre jetzt vielleicht nicht sofort, und das ist bedingt dessen, dass eben Gold eigentlich keinen sauberen Trend hat. Ja, vielleicht jetzt hier in den letzten Tagen mal sauber auf der Aufwärtsseite gepusht hat, aber wenn man sich hier den Tagesschart anschaut, dann sieht man auch hier, dass sich eigentlich kein so wirklich sauberer Trend lokalisieren lässt. Sprich, ein Rutsch unter 13,35 bedeutet nicht zwangsweise, dass ich dann sofort hier wieder knallhart auf der Abwärtsseite unterwegs bin, sondern dass ich auch hier dann immer situativ, und das ist eben dann auch die Schwierigkeit, wenn man eben eine Analyse schon allein nur für eine Woche machen soll, dass ich natürlich nicht mal weiß, was am Montag passiert, geschweige denn, was in den nächsten 4 Handelstagen passiert. Somit muss ich natürlich mir Bereiche raussuchen, in denen ich für mich es erstmal weiterhin als Vorteil sehe, wenn sich hier ein neuer Aufwärtstrend entwickelt, dann sollte sich der Markt eben nicht mehr nennenswert
unterhalb der 13,35 bewegen, was dazu führt, alles unter 13,35 erstmal wieder mit Vorsicht betrachten, schauen, wie kommt der Markt dahin. Macht er das gleich am Montag bis zum Mittag mit starkem Momentum, fängt sich jetzt hier drunter, endet am Montag vielleicht unter 13,35, dass man dann für den Dienstag mal schaut, okay, wenn wir da drunter bleiben, dann könnte man vielleicht vorsichtig auch nochmal an die Abwärtsseite denken, weil hier im Gold wirklich mit diesem, naja, ich handle auch so Formationen ja nicht so gerne, so Chart, also so ein Dreieck, was sich hier vielleicht so bildet, ja, oder Flagge, Winkel, wie auch immer man das nennt, kann es sein, dass es so eine Flagge ist, wenn man hier noch den Pfahl hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall, für mich ist es ja wichtig, dass hier unten dieser rote Pfeil, den ich jetzt hier eingezeichnet habe, wirklich ein massives Unterstützungsniveau war. Das ist der Bereich um die Marke 13, 13, 13, 15. Und wenn wir jetzt hier in diesen Bereich zurückkommen, das ist jetzt wieder, wie gesagt, das übergeordnete Bild. Wir nehmen hier mal einen fetten, dicken Pfeil. Wenn der Markt jetzt hier eben wirklich, egal was der macht, der kann auch natürlich erstmal nochmal ein Stück nach oben gehen, ja, wenn der jetzt hier eben erstmal wieder in den Bereich zurückkommt und dann irgendwann hier diesen Bereich nach unten durchstößt, ja, dann kann hier auch Dampf auf der Abwärtsseite aufkommen. Also das kann hier durchaus auch eine Verarsche auf der Aufwärtsseite sein und ich muss natürlich erstmal aufwärts weiterdenken, weil der Markt auch aktuell aufwärts läuft. Laufen wir unter bestimmte Bereiche, in dem Fall 13,35, dann wird es ein bisschen vorsichtiger für die Aufwärtsseite, vielleicht dann auch schon mal den einen oder anderen Abwärtstrend bzw. Abwärtstrade und wenn wir dann unter 13,13 bzw. unter 13,15 rutschen, dann wird es in Richtung 1300. Ich hatte ja hier auch letzte Woche schon den 13,05er Bereich so als Ziel, wo wir nicht leider Gottes nicht ganz reingelaufen sind. Ich hatte ja auch letzte Woche schon einen schönen Trade auf der Abwärtsseite produziert im Gold. Das haben wir nicht ganz erreicht, diesen Zielbereich, beziehungsweise dann auch den 13er Bereich und dann geht es Richtung 12,91 und dann geht es eben weiter nach unten. Also hier nach wie vor auch Chancen, wenn wir wieder nach unten kommen auf der Abwärtsseite und über 13,35 die Aufwärtsseite. Kommen wir schlussendlich zu den Ölen Brent und WTI. Moment, da schauen wir natürlich aufs Brent. Hier natürlich interessant, dass eben die Öle wieder in diese Bewegungshochsbereiche hier reingelaufen sind und wir hatten auch hier in der vergangenen Handelswoche schon diese zwei Trendlinien eingezeichnet, wo ich dann gesagt habe, es ist durchaus denkbar, dass wir diesen Bereich, keiner weiß in welche Richtung, aber wenn sich sowas hier immer so ein bisschen zusammenzieht und diese Schwankungsamplitude, Moment, da nehme ich den dicken Pfeil nochmal weg, Moment, 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 so, mach mal einen dünneren Pfeil, okay. Also wir haben hier diese Schwankungsamplitude gehabt, ne? Zack, 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 zack und dann wurde es immer kleiner, ne? Und diese Sache konnte man eben jeweils mit einer Trendlinie von unten und mit einer Trendlinie von oben relativ eng oder relativ sauber eben zu verbinden, so. Und jetzt ist es bei solch Bewegungen dann immer interessant, ich bin jetzt keiner, der jetzt sagt, gut, okay, wenn ich die Formation habe, dann ist es ganz eindeutig, dass der Markt nach unten wegziehen kann. Ja, das weiß ich natürlich nicht. Also, dass der Markt jetzt eine Auflösung nach unten hier hat, ja, ne, klar, wir hatten hier eine Abwärtsbewegung, jetzt kommt hier irgendwie so eine Schiebezone. Viele sagen, der Markt muss jetzt nach unten weg. Nein, das ist nicht meine Herangehensweise, sondern ich sage, es ist sehr wahrscheinlich, dass wir diesen Bereich nach unten oder nach oben verlassen. Und es ist dann auch oft so, dass wir das dann mit etwas Bewegung tun. Dann hatte ich hier dann auch gezeigt, Brent und WTI, da haben wir hier diesen grauen Schiebezonenbereich, also das war im WTI noch ein Stück weit interessanter als im Brent, aber es ist durchaus denkbar und wir waren ja dann schon mit dem leichten Ausbruch hier in der vergangenen Handelswoche, dass wir eben jetzt auch weiter nach oben laufen, hatte hier dann auch gezeigt, dass eben der 65-30er Bereich erstmal Widerstand beziehungsweise für mich der interessante Bereich auf der Aufwärtsseite war, somit hier sich dann relativ zügig auch für die Öle zeigte, dass in der vergangenen Handelswoche die Aufwärtsseite wirklich dann interessant ist. Schauen wir uns das eben im WTI an, da zeigte sich ein ähnliches Bild. Allerdings hatten wir die Unterseite hier nicht ganz so eindeutig. Man konnte die Oberseite auch wunderbar mit so einer Trendlinie hier verbinden. Also das war dann hier im Brent ja in etwa diese Linie. Allerdings ist hier die untere Seite ein bisschen interessanter, dieses Unterstützungsniveau von 60 in etwa gewesen. Wo ich gesagt habe, wenn sich hier WTI dann auch im Kontext mit dem Brent nach unten auflöst, dann ist es durchaus denkbar, an die Tiefs heranzulaufen, beziehungsweise 57,50 hier als nächstes Unterstützungsniveau, beziehungsweise wenn wir hier nach oben stoßen, dann ist erstmal im WTI der Bereich um die Marke 63,40 interessant, beziehungsweise dann auch entsprechend hier weitere Bereiche auf der Aufwärtsseite, wobei ich hier dann gesagt habe,
habe, durch diesen Schiebezonenbereich würde ich jetzt hier erstmal gar nicht massiv im WTI kaufen, sondern dann, wenn ich die Aufwärtsseite handle, dann eben mehr im Brent eben handeln, weil einfach der Bereich aus diesem Ausbruchsniveau bis in diesen Schiebezonenbereich hier erstmal von der Dollarentfernung, von der Größe etwas weiter war und somit die Käufe im Brent eigentlich interessanter waren. So, jetzt wird es übergeordnet, dafür gehen wir mal auf den Wochenchart, gucken uns das hier an. Und wir hatten ja hier jetzt, Moment, prinzipiell, lila, ein bisschen dicker, so, wir hatten hier eben schon, das ist jetzt hier Ende 2015, erstmals Aufwärtsbewegung, Abwärtsbewegung, Aufwärtsbewegung, leichte Erholung. Ja, und jetzt hier eben wieder die Aufwärtsbewegung, was jetzt natürlich aus rein charttechnischen Gründen dazu führen kann, dass wir jetzt hier neue Hochs ausbauen. Ja, das würde ich mir jetzt auch erstmal so ein bisschen auf die Fahne schreiben. Allerdings muss man hier jetzt so ein bisschen vorsichtig agieren, denn wir sind nach wie vor hier in diesem Schiebezonenbereich drin. Also ich würde jetzt hier für die Öle wirklich abwarten, dass sich der Markt erstmal vielleicht am Montag hier weiterhin starker Natur zeigt. Wir hier idealerweise diese Hochs erstmal nach oben und durchstoßen, ja, die, also vielleicht so in den Bereich 72,50 so steigen, dann einen Rückläufer in dieses Unterstützungsniveau hier sehen, um dann gegebenenfalls nochmal zu kaufen. Also ich wäre hier erstmal etwas konservativer, weil natürlich die Bewegung in der vergangenen Woche schon relativ stark war und hier auch eine Erholung in dieses Unterstützungsniveau, dieses Hochs hier, was da der Bereich um die Marke 67,50 in etwa ist, natürlich ebenfalls denkbar ist und eigentlich noch ein bisschen interessanter wäre. Also dass wir jetzt hier aus dem aktuellen Niveau oder selbst wenn wir kurz mal hier drüber dippen, ja, dass wir sogar hier in dieses Unterstützungsniveau, was dieses Hoch ist, hier eben zurücklaufen, um dann gegebenenfalls nochmal zu kaufen. Alles unter ungefähr 66,50, das ist dieses Unterstützungsniveau hier, alles darunter wäre für mich erstmal wieder mit Vorsicht zu betrachten. Es könnte eben dann hier der Bereich, den wir hier interessant hatten, auf der, für die, also dieser entscheidende Bereich, das ist ja in etwa hier dieses Mittel um die Marke von 65. Ja, also wenn wir dann sogar noch weiterhin wieder Schwäche sehen. Und das ist auch in den Ölen in den letzten Wochen dann immer wieder aufgetreten. Eine Woche hoch, eine Woche runter, eine Woche hoch, eine Woche runter. Jetzt hatten wir die vergangene Woche hoch. Ja, jetzt kann es natürlich sein, dass wir die kommende Woche oder die kommenden Tage dann hier eben erstmal ganz sauber wieder runterlaufen. Das bedeutet, umso mehr wir nach unten kommen, umso vorsichtiger werde ich mit Käufen. Ja, ich bin erstmal noch ein bisschen vorsichtig, zumindest aus aktueller Sicht, dass ich hier sofort sage, okay, ab da würde ich verkaufen. Aber es wird natürlich immer interessanter, dann vielleicht auch den einen oder anderen Abwärtstrade mal zu machen. Umso mehr mir der Markt zeigt, der will nach unten, umso mehr ist es wahrscheinlich, dass er auch weiter nach unten möchte. Und vor allem, wenn wir dann eben den 65er-Bereich nach unten durchstoßen, dann könnte hier natürlich dann dieses Szenario, was wir in der vergangenen Woche dann eben mit dem Break diese Abwärtsseite hatten, kann das natürlich eintreten, das Erreichen hier des 61,50er Niveaus unterstützender Natur durchaus interessant und denkbar. Und sollten wir hier drunter kommen, ja, hier haben wir ein Tief, hier haben wir ein Tief, hier haben wir im Prinzip auch nochmal Tiefs. Also wenn wir dann den 61er Bereich nach unten durchstoßen, dann ist es relativ zügig, dass wir hier in Richtung 58,50 rutschen. Ja. Also erstmal vorsichtig long, lieber. Also Öle sind sowieso in den letzten Wochen schon von mir eben teilweise manche Tage gar nicht beachtet worden, weil sie doch auch sehr shoppy waren, dann eben hier über eine Woche lang auch sehr, sehr zugezogen waren, letzte Woche dann erstmal wieder interessanter wurden. Ich würde schon hier schauen, wenn wir ein bisschen zurückkommen, entsprechend immer mal zu versuchen zu kaufen. Wenn mir da vom Traden her ein positives Feedback gegeben wird, also dass ich dann auch, wenn ich kaufe, Trades im Gewinn lande, dann würde ich natürlich auch weiter kaufen. Wenn mir aber hier immer wieder ein negatives Feedback gegeben wird, dass Trades erstmal vielleicht plus minus null ausgehen, leicht im Minus ausgehen oder eben sogar ich dann meinen Initial Stop dann ein oder zweimal um die Ohren kriege, dann lasse ich es erstmal wieder und schaue mir weiterhin die Öle so ein bisschen von der Seitwärtszone an. Wir werden hier schon auch noch demnächst etwas sauberere Trendbewegung, denke ich, finden und auch bekommen. Öl ist generell auch ein Markt, der ja wirklich auch des Öfteren saubere Trends, wir sehen das hier mit der Aufwärtsbewegung, saubere Trends aufbaut. Und da ist es einfach hier mit dem Hin und Her und gerade mit diesem Hin und Her jetzt etwas uninteressanter. Und wenn wir hier, wie gesagt, die Aufwärtsseite vielleicht in den kommenden Tagen
sagen, nochmal so ein bisschen stabilisieren, dann ist schon hier eben Bewegung auf der Oberseite noch zu ja, denkbar, beziehungsweise dann auch übergeordnet, dann etwas längerfristig gesehen, eben auch Potenzial hier gegebenenfalls dann irgendwann mal, vielleicht im April, vielleicht im Mai, hier gegebenenfalls dann einen Trend auf der Abwärtsseite auszubauen. Ja? Also das hier zu den Ölen erstmal Long-Seite aktiv, aber mit Vorsicht. Das ist ähnlich hier im WTI. Auch hier muss das Hoch dann erstmal durchstoßen werden. Alles, was unterhalb von 63,40 Pi mal Daumen ist, erstmal wieder etwas vorsichtiger. Und sollten wir hier, das ist ja dieses Unterstützungsniveau aus der vergangenen Woche, was ich eben gerade genannt habe, um den 60er-Bereich, sollte hier WTI unter 60 rutschen, dann ist eben hier die Abwärtsseite interessant. Dann wäre das gegebenenfalls, dass sich hier ein Abwärtstrend ausbaut und aufbaut, und dann wird hier natürlich dann eben auch übergeordnet die Abwärtsseite interessant. Und da warte ich, wie gesagt, erstmal ab, dass sich hier gegebenenfalls etwas eindeutiger die ein oder andere Richtung zeigt. Das soll es gewesen sein. Trading-Wochenanalyse für die Kalenderwoche 13. Ich hoffe, ich konnte euch so die ein oder andere Anregung geben. Auf jeden Fall ist das so meine Denkweise, meine Vorbereitung auf die kommende Handelswoche, so wie ich dann eben auch erstmal die Märkte sehe und erstmal mein Kernfokus auf der einen oder anderen Seite habe. Ich freue mich darauf, wenn wir uns natürlich täglich in den Livestreams hören, wenn wir uns bei entsprechend hier auf dem YouTube-Kanal, auch bei Videos, die ich veröffentliche, natürlich dann entsprechend hören. Ich wünsche euch Good Trades, eine angenehme Handelswoche, und wir hören uns. Bis dahin, euer Markus Klebe. Bye bye und ciao.